Die nächste Nacht. Ja, das Spiel ist doch ein bisschen. Oh, will you check under the bed for me? Shush, I'm too tired. Go to sleep. I can't sleep. What if he's under there? Fine, I'll check it if it makes you stop pestering me. See? Nothing. He's under your bed, Alicia. Help me. You're too easy to scare, Alicia. Now go to sleep, otherwise I'll say the words that make him come. Please don't. I'll go to sleep. Das Spiel ist doch ein bisschen gruseliger, als ich dachte. Es steht der Teddybär zum Beispiel nicht mehr auf der Fensterbank. Immerhin donnert es gerade nicht mehr draußen. Das macht es schon ein bisschen angenehmer, was das Hören angeht. Eddie steht jetzt hinten beim Fernseher. Er kommt definitiv jetzt viel schneller und viel öfters. Das merkt man jetzt schon deutlich. Schwierigkeitsgrad steigt an. Das ist jetzt auch, glaube ich, schon die dritte Nacht, vierte Nacht. Ich habe nicht drauf geachtet. Was zur Hölle war das denn jetzt? Alter. Wenn dann Geräusche kommen, die man noch nicht kennt. Flugzeug auf einmal da hinten hinrollt. Uns eigentlich gleich mal wieder mit Batterien eindecken, ne? Na komm, jetzt machen wir es mal. Das reicht aber noch nicht. Grün ist schon mal besser. Blau wäre noch besser. Schnauz, du Affe. Immerhin haben wir wieder drei Balken. Naja, zweieinhalb nur noch. Bei einem Balken müssen wir wieder unterm Bett schauen. Zwei Stunden noch durchhalten. Das meine ich halt damit so, das kann man halt nicht auf ewig spielen. Klar, die Nächte, den Schwierigkeitsgrad anheben und so, coole Sache, aber ne, ihr wisst ja selbst, es wird halt immer nur härter. Aber trotzdem ein cooles Spiel, was man definitiv mal spielen kann. Bitte gerne mal die Kommentare schreiben. Habt ihr euch bis hierhin schon erschrocken oder dachtet ihr alle 10 nach? Quatsch. War gar nicht so schreckhaft. Komm, bei der Mutti habt ihr euch auch alle erschrocken. Müsst ihr zugeben, oder? Als die Mutti da am Flur rumgerannt ist.
Es kam für mich irgendwie sehr unerwartet. Ja, die Frau war das Schlimmste, steht schon im Chat, ja. Das war halt völlig random so. Das war halt einfach. Hallo? Da habe ich voll nicht mit gerechnet. Ich will gar nicht wissen, was jetzt am nächsten Abend im Flur abgeht. Halbe Stunde noch, das reicht mit der Batterie. Das wird reichen, Viertelstunde noch. Das ah, komm, wird schon. War sehr sparsam jetzt. Ah, es hat gereicht, gut. Nacht überstanden, also wir müssen bis Halloween durchhalten. Mal gucken, ob wir das schaffen. Theoretisch hätte ich das, wenn das jetzt so Hardcore-Modus wäre, hätte ich das ja schon verkackt. Aber so gemein ist das Spiel dann doch nicht. Außer, dass wir jetzt hier nachts durch den Flur latschen. Cool. Ja, Zahlenkombination kennen wir halt immer noch nicht. Wir werden jetzt hier bestimmt auch ein, zweimal sterben. Da kommt die Mutti wieder. Warten mal, bis die wieder vorbeigezogen ist, die Mutter. Würde gerne im Bad nachschauen. Na komm, gucken wir jetzt mal unten. Falls wir jetzt doch sterben sollten, ist das ja eigentlich fast egal. Ach, ich kann auch Licht anmachen. Ah. Okay. Also ich, manchmal weiß ich auch nicht so genau, wann kommt der jetzt, wann nicht, wann passiert da was? So, das ist auch eigentlich random, ne? Woody? Zimmer doof, die kommt aus der Wand da und will halt im Bad nachschauen. Alter, wie sah das denn gerade aus? Richtig creepy. Oh, Lichter machen macht, anmachen macht die Räume etwas safer. Das wissen wir ja jetzt auch. Auch in die Steckdose packen ist das auch safer. Die Räume sind absolut unsafe, würde ich mal sagen. Was ist denn da? Hai oder was, den wir immer unterm Bett sehen. Komm, knall zu. Knallt jetzt nicht zu. Wo krieg ich denn jetzt die Taschenlampe her? Ja, da sterbe ich doch. Im Keller sollen wir ja nicht rein. Dieses Jahr. Hier werden wir jetzt sterben, nicht erschrecken. Wir werden jetzt hier sterben.
Ich hätte jetzt gedacht, dass wir da vielleicht einen Hinweis auf die Zahlen kriegen für oben. Ah, eine kleine Erzählung zum Boogeyman. Aber wo ist denn jetzt die verdammte Taschenlampe? Och, die ist bestimmt da und jetzt werden wir da sterben. Seht ihr das nicht? Das ist richtig creepy. Ah, jetzt ist er nicht da. Jetzt ist er wieder da. Jetzt ist er wieder da. Wieder da. Wieder da. Hä, wir sterben doch jetzt. Steht doch da oben. Alter, weg hier. Die Lampe ging auf einmal aus, das Licht. Ich will nicht sterben, ich will nur in mein scheiß Zimmer. Gott, ey. Nacht 5. Es ist doch gar nicht richtig dunkel draußen. I think I heard something outside the window. El? It's just an owl. Go back to sleep. There were claws. It's just the branches and the wind. Don't worry. Now go back to sleep. Will you get in bed with me tonight? I don't like being alone. Okay, if it helps you sleep. Die Bilder werden auch immer dunkler. Guck mal die Bilder an, krass. Guck mal die Bilder. Hallo? Alter! Was? Oh, nee, diese scheiß Ablenkung vom Telefon, die ist das. Einfach nicht darauf eingehen, auf den ganzen... Oh, nö! Ich hab meine Taschenlampe. Och, Mann. Doch jetzt doof. Ach Mann. Richtig gemein. Richtig fies, naja, komm. Spider-Man, Spider-Man. So, erneut, diesmal kein Telefon, Ablenker und überhaupt. Ich hatte die ganze Zeit gerade die Taschenlampe an. Scheiße. Outside the window. El? It's just an owl. Go back to sleep. There were claws. It's just the branches and the wind. Don't worry. Now go back to sleep. Will you get in bed with me tonight? Auch zu quatschen. I don't like being alone. Okay, if it helps you sleep. Unterm Bett war er gerade. Oh, der kommt immer schneller. There's more than one of us. Huhuhu. Hier in der Nacht brauchen wir definitiv Batterien.
sonst kommen wir hier nicht durch. Was soll das mit der Mutter? Wir brauchen Batterien jetzt. Noch einmal, dann muss ich Batterien holen. Hätte besser jetzt holen sollen. Jetzt war es gerade ein bisschen stiller. Ich hab doch das Licht an! Hä? Ich hatte doch die Taschenlampe an! Hä, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Die Taschenlampe war an. Oh, das ist doof. Warum müssen wir das denn jedes Mal machen jetzt? Kommt die Mutter wieder? Ah, Platz da. Ich muss da durch. Keine Zeit für so einen Unfug. Besetzt? Was ist besetzt? Ja, schön in der Badewanne saß er. Diesmal können wir das Buch nicht runterschmeißen. Ah, das ist so ärgerlich. Hatte die Taschenlampe an. Das ärgert mich wirklich gerade. War so unnötig. Richtig unnötig.